Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute soll es mal um Berufswissen gehen. Da hatte ich letztens schon ein Video rausgehauen gehabt, wo die ganzen Schätze sind für die verschiedenen Berufe. Heute soll es mal ein bisschen allgemeiner um Berufswissen gehen. Und zwar wollen wir uns alle wöchentlichen Quellen anschauen, alle einmaligen Quellen und dann würde ich sagen so eine extra Kategorie mit ja extra Berufswissen. Vieles ist relativ ähnlich zu Dragonflight. Heißt, wenn ihr da mit den Berufen gut unterwegs wart, dann könnt ihr viele Parallelen sehen. Einige Sachen sind aber auch neu. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt ganz basic an. Ich habe mitgekriegt, es sind auch viele Leute, die quasi von null anfangen hier in The War Within, die vielleicht vorher auch Dragonflight nicht gespielt haben. Deswegen erstmal so ein bisschen das Vorgeplänkel. Als allererstes, was ist Berufswissen? Es gibt mittlerweile nicht mehr nur den Skill von dem Beruf, sondern es gibt auch noch eine Spezialisierung. Und in dieser Spezialisierung habt ihr verschiedene Bäume, die ihr euch spezialisieren könnt und ihr braucht quasi dann Skillpunkte und diese Skillpunkte nennt man Berufswissen. Und mit den verschiedenen Sachen, die ihr dann skillen könnt, ich habe jetzt hier mit Absicht noch nichts ausgewählt, aber dazu später noch. Und da könnt ihr verschiedene Sachen verbessern, dass ihr später Items auf eine höhere Qualität craften könnt oder ihr schaltet auch quasi bestimmte Rezepte damit frei. Ne? Also das Berufswissen ist elementar, das Hochskillen und die Grundrezepte holen ist das eine, die Spezialisierung verbessert hier auch nochmal einige Werte und dementsprechend ist das eigentlich so der elementare Bestandteil des Berufs mittlerweile. Heißt, wir brauchen möglichst viel Berufswissen, um das ganze Zeug skillen zu können. Ab einem gewissen Punkt im Add-on wird man alles skillen können. Das Ding ist, die sind am Anfang sehr limitiert. Ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt wöchentliche Punkte auch. Und diese wöchentlichen Punkte, das wollen wir uns hauptsächlich auch angucken. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt eine Geschichte an. Und zwar ein Add-on. Das ist hier diese Weak-Hour, die ich hier habe. Und an der können wir uns ein bisschen ranhangeln. Ja? Das sind jetzt erstmal für die Einmalpunkte bzw. für die wöchentlichen Berufswissenpunkte relevant. Ich zeige euch gleich mal die Weak Aura. Und zwar, nee, das ist es nicht. Jetzt, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Genau. Und zwar heißt die Weak Aura Muse Knowledge Point Tracker. Und dafür braucht ihr jetzt nicht nur ein Add-on, sondern halt auch diesen String von der Weak Aura. Und ich werde euch das jetzt mal zeigen. Also wir klicken hier auf Import drauf. Und jetzt habe ich auf einem Zweit-Account das noch nicht drauf. Dann kann ich euch das mal zeigen. Also ihr braucht das Add-on Weak Aura. Und dann gebt ihr /WA ein. Und dann könnt ihr quasi hier importieren klicken. Kopiert quasi das rein, was ihr da von dem Importiert String kopieren Button habt. Der sagt hier, man soll da ein bisschen aufpassen. Die Weak Aura scheint safe zu sein. Ne? Wenn ihr ein Virus habt, ich bin nicht verantwortlich dafür. So, sobald ihr das gemacht habt, habt ihr dann quasi hier so ein kleines Fenster. Und jetzt machen wir, das könnt ihr euch irgendwo hinziehen. Ne? Wenn ihr das woanders hin haben wollt, dann macht einfach wieder WA auf und dann ist das wieder da. So, warum nehmen wir diese Weak Aura? Die ist sehr praktisch für alle Berufe. Das werdet ihr gleich sehen, denn ich werde euch das jetzt exemplarisch zeigen. Und nicht jeden einzelnen Beruf durchgehen, aber es ist bei allen Berufen sehr, sehr ähnlich. Und die Unterschiede werde ich natürlich dann erwähnen. Hier der Char, den habe ich jetzt eben hier nach Donegal geflogen. Also der ist komplett frisch hier, der hat noch nichts gemacht. Und wir können diese Weak Aura aufklicken. Mit dem habe ich jetzt Kräuterkunde und Bergbau, also die typischen Gathering-Berufe. Und wenn wir das hier aufklicken, dann seht ihr, sind da mehrere Punkte. Wir haben hier oben einmal die Option quasi mit also wir haben quasi links die Option, dass wir die täglichen Skillpunkte sehen, oder nee, die wöchentlichen Skillpunkte und hier rechts die einmaligen. Und ihr seht, wöchentlich können wir jetzt hier 16 holen und einmalig 89. Und es geht hier oben immer mit 3 los. Die können wir auch anklicken und dann tun wir uns einen Wegpunkt machen. Deswegen sagte ich, es macht Sinn, die euch runterzuladen, weil ihr euch alle Sachen quasi anklicken könnt. Ne? Und das sind einfach die Berufsschätze. Da hatte ich ja schon ein Video zu gemacht. Mit den kompletten Berufsschätzen und wir haben im Endeffekt in jeder Zone 2 Berufsschätze. Ja? Die kann man sich auch mit theoretisch hier Handy-Notes einmal anzeigen lassen. Da gibt es auch eine Option, aber ich habe die jetzt schon alle quasi einmal abgegrast, diese Berufsschätze. Genau, wir können hier bereits abgeschlossene, kann man sich dann anzeigen lassen. Aber wie gesagt, das geht halt hier auch übers Add-on. Dann könnt ihr euch immer die Marks auf die Map setzen
Oder ihr benutzt, wie gesagt, Handynotes für die Berufsschätze. Alternativ habe ich auch noch ein Video aufgenommen, wie ich es eingangs schon erwähnt habe. Da könnt ihr euch das auch anschauen. Und das sind, wie gesagt, in jeder Zone 2 Stück, also 8 insgesamt. Gibt dann immer 3 Skillpunkte pro. Genau. Jetzt switchen wir vielleicht rüber auf mein Main. Da sieht es nämlich ähnlich aus. Und zwar seht ihr, da habe ich die Berufsschätze schon alle einmal aufgesammelt, ne? Also die sind jetzt raus. Jetzt sind hier die Punkte drin, die immer 10 bringen. Und hier ist es jetzt so, dass es die bei allen Berufen gibt. Und die ersten 3 gibt es einmal in Donegal beim, bei den Handwerkern quasi, ne? Wo man die Handwerksaufträge machen kann. Das ist hier auf den Koordinaten 57, 56. Und dort haben wir einen Händler, jetzt muss ich gerade mal gucken, welcher das war. Ich meine der hier, seht ihr das? Und zwar hat der immer 3 Bücher pro Beruf, die man hat, ne? Also das ist jetzt, auf dem Main habe ich jetzt Schmiedekunst und Lederverarbeitung, aber bei dem Kräuterkunde Charles ist halt dasselbe in grün. Es gibt dann dementsprechend ein Buch, das euch 10 bringt, das zweite bringt auch 10 und das dritte bringt auch 10. Ja, das ist halt einmal Verblasstes, dann Außergewöhnliches und Markloses. Diese Bücher kosten aber unterschiedlich viel und zwar unsere Hauptressource, die wir als Berufer, quasi Crafter haben oder auch Sammler, und zwar Händchen für Kunsthandwerk. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das braucht ihr auch unter anderem, um verschiedenste Rezepte zu kaufen. Und das ist eine Ressource, die sehr limitiert ist. Ihr könnt die aus verschiedenen Quellen kriegen. Unter anderem, wenn ihr Skillpunkte kriegt, also Berufswissen, kriegt ihr pro Skillpunkt oder Berufswissen, ne, wie es auch immer, wie man es auch immer nennen mag, ist es so, dass man 5 von diesen Dingern zusätzlich kriegt. Heißt, wenn ich das Buch lerne, müsste ich 50 zurückkriegen. Also man kriegt dann auch immer ein paar zurück. Also das ist unsere erste Anlaufstelle von den Büchern. Beim Craft-Char kriegt man pro Buch 10. Bei dem Gathering-Char, seht ihr, da steht 3x15 dran. Ne? Also die kriegen ein bisschen mehr als die Craft-Chars. Wir können da jetzt auch einmal reingucken. Also wenn ich jetzt hier zu demselben Händler gehe, dann habe ich natürlich Kräuterkunde und Bergbau. Und hier sind es jeweils 15, die man für das Ding bekommt. Genau. Dann gibt es noch 2 weitere Bücher. Und diese anderen Bücher, da ist 1 von beiden, gibt es über die Ruffraktion, ne? Und da ist es so, ihr müsst auf, ich meine, Ruhm 15 oder 14 muss es sein. Also das ist jetzt hier Donegal. Jetzt schauen wir mal, also hier auf 14. Heute steht jetzt gar nicht drin, aber ich habe es, glaube ich, freigeschalten. Genau, hier haben wir es. Seht ihr? Und das ist aber so, dass ihr... Jetzt gucken wir mal, hier war es, glaube ich, auch. Ah, Berufswissen, da auf 12 ist es sogar, nicht 14. Es ist für verschiedene Berufe bei verschiedenen Fraktionen. Also, auf 12 beim Konvent der Tiefen kriegen wir quasi für Bergbau, Ingenieur, Inschriftenkunde, das Buch mit Berufswissen, ne? Dann, jetzt schauen wir mal hier. Da ist es auf 14, okay, das ist immer auf dem unterschiedlichen. Hier haben wir quasi bei den Arati, haben wir einmal Juwe, Kräuterkunde, Kirschen, Lederverarbeitung. Und bei Donegal, da ist es auch auf 12 wieder, okay. Da haben wir Alchi, Schmiedekunst, Verzauberkunst und Schneider. Ne? Also es ist halt auf 12 oder 14, je nach Fraktion. Und da könnt ihr euer Buch dann kaufen. Diesmal ist das Buch ein bisschen günstiger. Und zwar kostet das, wie ihr hier seht, nur 50. Das Gute ist... Warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Ich habe es, glaube ich, dabei, die Ressource. Also, wir haben hier 745 aktuell. Ne? Ich habe mir die gespart, habe noch nichts ausgegeben. Kaufen wir das jetzt. Bin jetzt auf 695. Wenn ich das jetzt lerne, dann kriege ich 10 Skillpunkte, pardon. Und ich habe 50 von dem Händchen für Kunsthandwerk zurückbekommen. Ne? Also das Buch ist quasi gratis, wenn ihr den Ruf habt, weil ihr bekommt die gleiche Menge dann wieder zurück. Bei den anderen ist es definitiv nicht der Fall, da zahlt er drauf, aber ja. Und jetzt ist das hier aus dem Addon auch tatsächlich raus. Ne? Und das Letzte, was wir haben von den einmaligen Quellen, ist eins, was wir in der Stadt der Fäden kriegen. Übrigens, was ich vielleicht eingangs noch nicht gesagt habe, wenn ihr quasi hier auf das Ding draufklickt, ne, macht ihr euch einen Map-Pin, aber auch, es steht unten dran, wo ihr es bekommt. Ne? Also hier bei vor 565
Key oder Cache, wie man das auch immer sagen will, und dann statt der Fäden, und es sagt euch auch die Koordinaten. Und das ist tatsächlich auch bei allen Berufen so, dass ihr das letzte Buch in der Stadt der Fäden bekommt, aber bei unterschiedlichen Händlern. Es gibt da nämlich so eine Art Handwerksdistrikt, würde ich jetzt sagen. Und in diesem Handwerksdistrikt sind quasi Händler für alle Berufe. Und dann habt ihr den jeweiligen Händler für euren Beruf, dass ihr euch das quasi holen könnt. Und da würde ich sagen, fliegen wir jetzt einmal hin. Und dann zeige ich euch das einfach ein bisschen. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nicht jeden Händler für jeden Beruf. Wir klicken uns ein bisschen durch, aber holt euch die Wiegaura und dann könnt ihr dementsprechend, wird der halt einfach gepinnt auf der Map. Also, zum Beispiel hier, ne, da hatten wir jetzt den Pin. Das ist jetzt der Kollege, der verkauft uns einmal das Buch für Schmiedekunst und der hat auch Bergbau dabei. Ich kaufe mir das jetzt zum Beispiel hier einmal und dann lernen wir das. Und dann schmeißt er das quasi hier auch einmal raus. Und hier in dem Distrikt ist es, also ich zeige es euch mal nochmal auf der Map, ne? Also hier, das ist glaube ich so der Händlerbereich, würde ich sagen. Und auf der gesamten Map sind wir jetzt bei 47,71. Und wenn wir hier jetzt mit den Händlern quatschen, ne, dann haben wir hier in der Nähe quasi den, der verkauft halt Juve. Und da sind halt auch immer die Lehrer mit dabei. Ihr habt auch gesehen, wenn wir jetzt vielleicht nochmal kurz zurückgehen, die verkaufen halt auch die Rezepte und halt ebenfalls immer für das Händchen für Kunsthandwerk. Deswegen habe ich mir die jetzt in Hauptstadt, ne, in Dornegal, noch nicht gekauft. Weil eventuell will man dann lieber die Rezepte kaufen erstmal, bevor man die Skillpunkte holt. Da muss man halt so ein bisschen gucken. Ne? Und hier sind jetzt halt noch ein Haufen mehr Händler. Also da gibt es halt alle möglichen. Da haben wir jetzt zum Beispiel nochmal einen, der wird wahrscheinlich Inschriftler sein, oder? So wie der aussieht. Der ist für Schneider. Da hinten haben wir noch einen. Genau, da haben wir dann, ist auch ein Schneiderrezept, aber der ist für Inschriftenkunde. Also ihr seht schon, ihr habt hier relativ viele Rezepte und halt diese ganzen Bücher. So, das waren jetzt die einmaligen Schätze. Dann kommen wir jetzt zu den wöchentlichen und dafür würde ich sagen, porte ich mich zurück. Wichtige kleine Information, zwei Sachen habe ich jetzt hier schon raus, ne? Sowohl bei Schmiedekunst als auch bei Lederer. Und zwar genauso wie es in Dragonflight war, kriegt man jeweils zwei Schätze, also zweimal Skillpunkte aus quasi Schätzen. Und ich meine, das waren zwei Skillpunkte tatsächlich. Und das ist eine wöchentliche Sache. Heißt, ihr fliegt einfach rum und macht alle möglichen Schätze auf. Ob das diese Kisten der Arator sind, ob das irgend so ein Spinnending in Ashkahed ist, ob das so eine Erde ist, die ihr anklicken könnt, wo ihr dann irgendein Event spielen müsst. Aus all diesen Schätzen können die Teile rauskommen. Das Problem ist, zum Teil ist es unterschiedlich. Mit manchen Chars war es so, ich loot den ersten Schatz, erstes Ding drin, loot den zweiten Schatz, zweites Ding drin. Also dann habe ich zwei Lederer zum Beispiel fertig, dann loot ich den dritten Schatz, das Schmiedeteil drin, das erste, loot den vierten Schatz und habe alle vier Dinger, die ich für meine Berufe brauche. Ne? Also zwei Skillpunkte pro Beruf gibt es. Und wenn ihr zwei Berufe habt, dann sind es halt vier. Ne? Das gilt aber nur für die Craft-Berufe. Und ja, mit anderen Chars hatte ich es teilweise schon. Ich habe 40 Dinger aufgemacht und habe dann das zweite immer noch nicht gehabt. Also das ist so ein bisschen eine Lacksache. Manchmal zieren sie sich. Warum auch immer. Genau, das ist das eine. Und dann ist es aber so, bei einem Gathering-Char, also bei Kräuterkunde, Bergbau und Kirschner, müsst ihr keine Schätze aufmachen. Da läuft es ein bisschen anders. Und zwar können wir jetzt hier mal einmal drauf gucken. Also das erste, was wir haben, das bringt sogar 5 Skillpunkte. Ne? Und das sind aber, ja, ich würde jetzt mal sagen, einzelne. Das sind jetzt quasi, also es ist quasi einfach so, ihr müsst Herbs gathern, also ja, hier Kräuter abbauen und dann kann das random procken. Also ihr baut Kräuter ab, dann prockt das erste, kriegt ihr einen Skillpunkt. Dann baut ihr weiter Kräuter ab, kommt das nächste, kriegt ihr wieder einen Skillpunkt. Immer so weiter. Und wenn ihr alle 5 Skillpunkte habt, dann kann ein episches Teil droppen. Und das bringt dann gleich 4 Skillpunkte. Und dasselbe ist auch bei Bergbau. Also bei den zwei, bei den Craft-Berufen Kisten aufmachen, bei den Gathering-Berufen halt euren Beruf ausüben. Ne? Kräuterkunde kräutern, Bergbau Erze abbauen und Kirschner Mobs kirschnern. 5 kleine blaue und dann
das Sechste ist das Epische und das bringt halt mehr Skillpunkte. Genau. So viel dazu. Dann die restlichen Weekly-Sachen sind dann bei Gathering und bei Crafting-Berufen dasselbe. Und zwar haben wir immer einen Arbeitsauftrag, den wir machen können. Und das ist einmal zu einem Inschriftenkundler. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir gehen jetzt mal hier hin. Und jetzt geben wir einfach mal zum Beispiel Leder. Bleib mal bei Schmied. Also ich gebe jetzt einfach Schmied ein, scroll hier runter. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus Dragonflight. Es gibt halt so ein Buch, ne? Und das bringt uns einfach Wissen. Und hier ist es wichtig, es gibt einmal das drakonische Schmiedekunstabhandlung, das ist für Dragonflight. Und die andere algarische Schmiedekunstabhandlung, das ist halt die neue, ne? Für hier The War Within. Und jetzt ist es so, dass wir hier aber einen Skill von 25 brauchen, sonst können wir es nicht einsetzen. Wir können es zwar holen, aber wir können es nicht einsetzen. Das kann Inschriftenkunde bauen. Wenn ihr Inschriftenkunde seid, könnt ihr euch das selber herstellen. Wichtig, die Dinger sind seriengebunden. Heißt, wenn ihr einen Inschriftenkunde habt und das für euren Schmied herstellen wollt, das geht nicht. Ihr könnt es nicht drüber schicken. Ihr müsst dann auch mit eurem Schmied einen Arbeitsauftrag erstellen. Und da brauchen wir eigentlich nicht viele. Ihr seht, die Mats sind hier bei 500 gerechnet. Und jetzt kann ich auch noch ein anderes Add-on zeigen, das halt einfach Sachen trackt, ne? Zum Beispiel hier kann ich jetzt einfach auf Track gehen und dann habe ich quasi die Materialien getrackt und kann mir die Maha kaufen. Finde ich ganz schön. Jetzt für ein Item, das man baut, ist es jetzt nicht unbedingt eine Geschichte, die man unbedingt braucht, ne? Aber wenn ihr jetzt mit euren Berufen viel craftet, ihr stellt euch 20 Items her und viele der Mats sind quasi dieselben, dann macht es tatsächlich Sinn mit so einem Add-on, weil dann zählt es euch die kompletten Sachen zusammen, ne? Also das ist dann auf jeden Fall eine schöne Angelegenheit. So, wir kaufen jetzt einmal die Mats. Perfekt wieder zum Zeigen. Das Auktionshaus ist mal wieder mega am Sack. Jetzt gucke ich mal, sonst machen wir hier einen Cut, ich kaufe das und dann schauen wir da rein. Oder jetzt gucken wir erstmal, ob es gleich klappt. Ich habe hier auch noch den Auktionator, vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlecht. Immer wenn das Auktionshaus gerade leckt, geht es mit dem Auktionator einen Ticken schneller tatsächlich. Also da hast du ein bisschen weniger Probleme als mit, mit dem normalen Interface von Blizzard, warum auch immer. Genau, also die kaufen wir uns jetzt noch und dann brauchen wir hier noch diese Proben. Und ihr könnt euch theoretisch auch von dem Zeug mehr kaufen. Also ihr könnt euch theoretisch auch gleich 10 herstellen. Es läuft nämlich so, ihr macht den Arbeitsauftrag bei dem NPC, ne? Und wenn dann irgendein Crafter bei euch auf dem Server euch das baut, dann kriegt ihr das per Post geschickt, ne? Also es kann jetzt ein bisschen dauern, bis das quasi ankommt, nachdem ihr das aufsetzt, das Ding. Im Normalfall werden die aber relativ schnell gecraftet. Wenn ihr da noch ein bisschen Trinkgeld da lasst, also für so ein Ding braucht ihr eigentlich nicht viel. Jetzt machen wir mal Schmied wieder. Also da unten haben wir Algarische. Also da sagt mir jetzt, ich soll 100 oder ich soll 50 Gold Trinkgeld geben, aber dann machen wir jetzt einfach mal 100 draus. Und ja, dann werden wir das wahrscheinlich zeitnah kriegen. So, das ist jetzt das eine. Und das letzte, was wir jetzt noch haben, sind quasi die Crafting-Quests. Und die gibt es einfach hier drin. Die könnt ihr, meine ich, auch erst ab Skill 25 machen. Ne? Und die können wir einfach annehmen. Und das ist jetzt eine relativ simple Angelegenheit. Das kennen wir aus Dragonflight auch schon. Wir müssen 3 Arbeitsaufträge erfüllen. Und jetzt bei diesen Arbeitsaufträgen habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Das gucken wir uns jetzt mal an. Übrigens, um vielleicht noch einen kleinen Einwurf zu bringen, bei den Gathering-Berufen ist es so, da habt ihr natürlich keine Arbeitsaufträge und da ist eure Quest quasi direkt beim Trainer. Also ihr kriegt dann keinen Arbeitsauftrag, sondern die Alternative zu dem ist einfach eine Quest beim Trainer. Das ist jetzt ein exemplarischer Char, der hat jetzt den Beruf nicht hoch genug. Der muss nämlich auch auf 25 Minimum sein, dass ihr die Quest kriegt. Und da müsst ihr dann einfach eure Handwerksmaterialien abgeben. Beim Kräuterkundler irgendwelche Kräuter, beim Bergbau-Char irgendwelche Erze und beim Kirschner irgendein Lederzeug, was ihr halt abbauen könnt. Übrigens, komischerweise, der Verzauberer,
muss Staub abgeben und kriegt keine Quest für einen Arbeitsauftrag. Der hätte zwar Zeug, aber irgendwie muss der Staub abgeben. Hat mich ein bisschen gewundert, aber bei dem ist quasi das ein bisschen anders. Genau, jetzt schauen wir uns hier das Ding an. Und zwar, ihr habt jetzt hier unten Handwerksaufträge und da habt ihr jetzt verschiedene Optionen. Wenn dann, ihr findet einen öffentlichen Arbeitsauftrag, da sind aber so gut wie nie welche drin. Ihr habt Leute aus der Gilde, die einschicken. Die wollen aber meistens gute Sachen wahrscheinlich haben. Dann gibt es persönliche Arbeitsaufträge. Wenn ihr keinen findet, der euch einen Arbeitsauftrag stellt, dann sucht euch irgendeinen billigen Scheiß raus, den ihr craften könnt. Am besten das günstigste, was es gibt. Geht auf einen anderen Char, also auf einen Twink, und macht einen persönlichen Arbeitsauftrag zu eurem Char. Und dann könnt ihr die drei craften. Oder die neue Methode, die wir jetzt haben, sind Kunden. Kunden ist quasi ein Tab für euch persönlich, den Blizzard automatisch generiert. Ihr seht an den Namen, das sind irgendwelche NPCs, die diese Sachen schicken und die sind aber auch immer nur eine gewisse Zeit drin und laufen dann halt ab und es kommen immer wieder neue dazu, ne? Also es ist halt so ein bisschen Black Market, bloß auf Berufe gemünzt. Und bloß, dass ihr, das sind halt eure eigenen, ne? Also die klaut euch keiner weg. Und die könnt ihr quasi auch erfüllen. Bei denen ist es aber sehr oft so, dass wenn dann keine Materialien drin sind, einige und manchmal sind alle Mats dran. Also ihr müsst dann teilweise für das, was die Kunden wollen, eigene Materialien zahlen. Jetzt ist es aber so, dass wenn ihr hier was craftet, das zum Teil auch sinnig sein kann. Und zwar, ihr kriegt dann nicht nur ein bisschen Gold, das ist meistens mäßig, sondern es gibt eine Belohnung. Und die Belohnung sind dann hier zum Beispiel ein Sack mit Reagenzien. Teilweise sind da tolle Sachen drin, teilweise ist Mist drin, es ist halt so ein bisschen, ja, eine Wundertüte. Was aber sehr interessant ist, es gibt hier zusätzlich Glimmer des Schmiedekunstwissens. Und ja, das ist einmal, sind einmal quasi Berufswissen und bringt euch Skillpunkte. Heißt, ihr könnt, das sind nämlich jetzt die Extrapunkte, die sind weder einmalig noch weekly, sondern die kommen fließen quasi während der Woche immer wieder dazu. Es ist jetzt noch zu früh im Addon, dass ich euch jetzt genau sagen kann, wie viel ihr pro Woche im Schnitt kriegt, sondern alle paar Tage kommen halt ein paar neue dazu von den Dingern. Und da gibt es verschiedene Belohnungen. Die euch Berufswissen bringen, sind halt interessant. Ihr müsst aber auch immer gucken, die wollen immer eine gewisse Mindestqualität. Und die müsst ihr liefern. Ihr müsst dann auch, wenn die Reagenzien drin haben, das geskillt haben, dass ihr dieses Reagenzien verwenden könnt. Ja? Also zum Teil reicht es halt nicht, dass ihr das Rezept habt. Zum Beispiel hier habe ich das Rezept nicht, kann ich nicht machen. Selbst wenn ich das Rezept hätte, müsste ich die Reagenz hier haben. Dann muss ich was Bestimmtes skillen. Also ich muss quasi skillen, dass ich die Reagenz hier verwenden kann. Und selbst wenn ich das geskillt habe, ist mein Skill jetzt aber zu niedrig, um das craften zu können. Ne? Also da sind dann mehrere Faktoren. Das ist halt, Faktoren. Das ist halt jetzt so eine Epic-Axt. Ne? Ich werde euch jetzt nachher auch nochmal eins zeigen. Ich glaube, irgendeins sollte funktionieren. Das hier sollte zum Beispiel funktionieren, ne? Da können wir jetzt mal gucken, warte mal, das können wir jetzt löschen. Dann tracken wir jetzt das zum Beispiel schon mal, kaufen wir da ein. Und irgend so ein anderer Spaß, der sollte, glaube ich, auch noch funktionieren. Jetzt muss ich mal gucken, da habe ich das Rezept nicht. Achso, wir können hier mal die Belohnung durchgucken. Also hier gibt es auch wieder, ne, das gleiche. Wissen und halt Säcke mit Items drin. Hier gibt es kein Wissen, sondern dieses Händchen für Kunsthandwerk, ne, unsere Ressource, die wir brauchen, um unter anderem Rezepte zu kaufen. Dann, was haben wir hier drin? Da ist wieder, sind wieder Berufswissen. Hier haben wir Berufswissen. Da haben wir auch Berufswissen. Hier ist ein Item drin, was wir zusätzlich verwenden können, dass unsere Fertigungsqualität, also Fertigung höher ist. Die Fertigung setzt sich aus mehreren Sachen zusammen. Ne? Die setzt sich quasi draus zusammen, wie viel Skill ihr habt, was ihr hier geskillt habt. Ne? Also ihr könnt quasi skillen, dass zum Beispiel eure Fertigkeit bei Hosen besser ist. Ne? Dann geht die hoch und die Rezeptschwierigkeit sagt quasi, wie schwer das Ganze ist. Und umso mehr Fertigkeit ihr habt, umso näher ihr mit der Fertigkeit an die Rezeptschwierigkeit rankommt, umso höher könnt ihr das Ding hier bauen. Ne? Und umso höher die Qualität vom Gegenstand ist, umso höher ein Item-Level hat das quasi. Also das jetzt mal verkürzt gesagt, das ist, da gibt es noch viele andere Stats, aber beim Berufswissen-Video wollte ich jetzt nicht in die Tiefe hier gehen. Genau. Jetzt schauen wir das noch kurz fertig an, dass da so ein bisschen ein Bild draus wird. Warte mal, das hat man gesagt. Das ist sogar ein Item mit dem Funken, ne? Also die stellen teilweise auch hochwertige Sachen. Ich habe die ganzen Billo-Sachen, ehrlich gesagt, die letzten Tage auch schon weggearbeitet. Also da sind auch niedrigere Sachen drin. Aber da hat man halt dann zum Teil das Problem,
dass die nicht so in einer hohen Frequenz sind. So, das hier würde ich theoretisch auch schaffen, seht ihr? Da bräuchte ich jetzt noch einmal ein Matt-Item. Der hat hier diese Verbesserung drin, die kann ich auch benutzen. Es reicht jetzt aber nicht von der Mindestqualität, seht ihr das? Aber mittlerweile gibt es auch noch eine Sache, die nennt sich Konzentration. Davon habt ihr 1000 und diese Konzentration ermöglicht euch, wenn ihr hier drauf drückt, die Qualität zum nächstbesseren hochzusetzen. Ne? Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann bin ich auf einmal auf Gold. Ne? Also das würde jetzt passen. Ich muss aber dann 154 Konzentration zahlen, die wird hier abgebucht und die füllt sich langsam wieder auf. Also ihr könnt immer wieder für ein paar Items diese Konzentration benutzen. Ihr habt aber nicht unendlich für voll von dem Zeug und ihr müsst dann halt immer wieder ein bisschen warten. Ne? Es gibt da auch Skillungen, dass man ein bisschen was zurückkriegt und weniger braucht und so, aber das geht jetzt auch ein bisschen zu weit. Wir kaufen jetzt die zwei Sachen, dann machen wir diese Arbeitsaufträge mal, dass ich euch das ein bisschen zeigen kann und dann gucken wir uns das auch an, was es da Schönes rausgibt. Habe ich das jetzt? Ach nee, das habe ich jetzt hier nicht mit reingepackt, aber ich glaube, das waren dieselben, also das war diese Legierung, ne? Die kann man theoretisch auch selber herstellen. Aber die kaufen wir jetzt einfach. Ich brauche, glaube ich, eh noch ein paar mehr davon, deswegen machen wir das jetzt einfach, dass wir hier die rauskaufen. Wisst ihr das mit dem Auktionshaus? Ich sag's euch die letzten Tage, ne? Es ist echt ein bisschen blöd aktuell, weil es immer mal wieder ziemlich leckt. Ich habe jetzt extra gewartet mit dem Video, dass das halbwegs läuft. Aber es hat schon mehr geleckt. So. Also, dann fliegen wir jetzt runter und bauen das einmal. Okay, da kann ich anscheinend nicht rum. Dann kann ich euch eventuell noch das zeigen. Also, das war jetzt die Hose, ne? Die wir bauen wollten. Jetzt haben wir hier die Konzentration drauf. Jetzt kann ich das einmal craften. Ja, wir sind sicher, dass wir das craften wollen. So, wir müssen immer zweimal klicken, ne? Das vergessen viele. Und jetzt haben wir schon mal einen Auftrag erfüllt. Und wir müssten Post haben vom Handwerkskonsortium. Und wir hatten, glaube ich, noch ein anderes Teil, was ich einfach so bauen kann. Genau das hier. Und das bauen wir jetzt auch. Theoretisch könnte ich jetzt hier auch das Zeug drauf machen. Das wäre aber komplett gewastet. Also das sollten wir nicht machen. Und jetzt hier oben seht ihr, ich habe jetzt nur noch 906 von 1000. Ich habe ein bisschen was zurückgekriegt. Das eine hat, glaube ich, 154 gekostet. Und ich habe jetzt irgendwie ein Drittel wieder zurückgekriegt. Ne? Also manchmal hat man Glück und quasi braucht nicht alles. So, jetzt müsste ich mir natürlich noch einen Arbeitsauftrag machen. Den schicke ich mir aber später mit dem Twink dann, wenn hier nichts mehr reinkommt. Das habe ich euch vorhin erklärt. Oder ich kann es euch oben auch noch kurz zeigen, ne? Für die Leute, wie gesagt, die jetzt mit dem System vielleicht noch komplett neu sind. Also hier bei der Kollegin haben wir ja vorhin unser Buch quasi geholt. Und jetzt ist es halt so, zum Beispiel auch wieder auf Schmiedekunst bezogen. Jetzt suchen wir uns irgendwas raus, was günstig ist. Schau mal, das Teil, was ich mir vorhin im AH gekauft habe, ist sogar günstig, ne? Das kann ich jetzt... Kann ich das nicht hier reinposten? Okay, gut. Das geht anscheinend nicht. Also müssen wir tippen. Kernlegierung. Da ist es. Und dann macht ihr hier keinen öffentlichen Auftrag, sondern ihr macht einen persönlichen. Dann schreibt ihr den Namen rein. Also bei mir ist es jetzt hier Taylor, aber ich... Also selber kann man sich, glaube ich, keinen stellen. Dann könnt ihr die Mats reinpacken oder nicht. Ich mache es meistens nicht, weil ich auf dem Crafter eher die Mats habe. Dann macht er ein Silber. Ihr tut ja selber euch das, ne? Ja, mir selber kann ich jetzt keinen schicken, aber das wäre es eigentlich, ne? Qualität, einfach gar nichts rein. Dann macht er den, kriegt es auf dem Twink. Theoretisch könnt ihr das Item dann wieder nehmen und auf euren Maiden zurückschicken. Und ihr habt halt die Quest damit abgeschlossen. Genau. Jetzt gucken wir hier noch kurz rein. Das sind jetzt die Sachen, die wir jetzt zurückgekriegt haben, ne? Einmal der Beutel und hier die 10 Händchen des Kunsthandwerkers. Und das andere ist quasi jetzt der Skillpunkt. Ne? Das sind auch wieder 2 Skillpunkte. Da kriege ich ja auch wieder 10 Händchen des Kunsthandwerkers. Weil für jeden Skillpunkt, haben wir ja vorhin gehört, kriegen wir 5 von der Materialie. Und die Säcke, naja, was war da jetzt drin? Da haben wir jetzt ein bisschen dieses Chitin-Dings gekriegt und ein bisschen Erz. Also ja, ist ganz nett. Manchmal sind teure Sachen drin. Ich hatte irgendwie so eine Kugel drin, die war 3k Gold wert. Dafür hat sich schon rentiert. Aber sonst, ja, immer ist das jetzt nicht sonderlich üppig. Genau. Gut, dann haben wir, denke ich mal, alle Quellen durch. Da
das war es jetzt soweit mit dem Craft-Beruf. Um es jetzt vielleicht nochmal zusammenzufassen, Craft-Beruf ist quasi Berufsschätze, dann die 5 Bücher, ne? 3 hier in Donegal, 1 beim Rufhändler und 1 in der Stadt der Fäden. Dann die wöchentlichen Sachen, ihr müsst quasi 2-mal Ruf aus Schätzen looten pro Beruf, dann einmal die Quest, ihr müsst zumindest auf 25 sein, dann müsst ihr 3 Arbeitsaufträge machen und dann dieses eine Buch, was ihr nur einsetzen könnt und wenn ihr wollt, lasst euch schon 20 von den Dingern craften, dann müsst ihr nur noch jede Woche einmal einloggen, Buch aktivieren, dann habt ihr den Skillpunkt. Meine sind jetzt immer noch nicht gekommen, die Leute hier auf dem Server sind faul, so wie es aussieht, also jetzt gedacht, da kommt was. Nee, das sind immer noch auf dem öffentlichen Auftrag, naja, vielleicht sind 100 Gold doch nicht genug. Und jetzt, um auf den Craft-Chart zurückzukommen, da sind die Bücher und die quasi die Schätze das gleiche, ne? Ihr habt auch eine Berufsquest, dafür müsst ihr halt Materialien zahlen und nicht Arbeitsaufträge führen. Ihr habt ebenfalls das Buch, das ihr euch beim Inschriften bauen lassen könnt. Und dann habt ihr quasi einfach, anstatt den Schätzen, also die müsst ihr nicht aufmachen, müsst ihr halt euren beim Beruf abbauen. Also heißt, bei Kräuterkunde Bergbauer Kirschner 5-mal ein blaues rausholen und da müsst ihr schon eine Weile quasi ackern. Und dann habt ihr beim 6. ist es ein Epic-Teil, was halt mehr bringt. Ne? Beim Kirschner habe ich den Beruf komplett von 0 auf 100 gelevelt. Und erst kurz danach hatte ich diese Weekly-Abbaugeschichten. Also das kann sich ein bisschen ziehen. Und was jetzt hier noch drin ist bei dem Char, was sie jetzt mit eingefügt haben, ist Dunkelmond-Jahrmarkt. Der ist aktuell auch, da hatte ich auch ein Video zu gemacht, aber das ist quasi eine monatliche Quelle. Beim Dunkelmond-Jahrmarkt gibt es quasi immer einmal eine Quest, wo für jeden Beruf, und da gibt es auch nochmal Berufswissen, das hatte ich jetzt vielleicht am Anfang gar nicht erwähnt. Bei Main ist die raus, die habe ich schon gemacht, bei dem habe ich jetzt gerade gesehen, ist es noch mit unten drin. Genau. Gut, das ist soweit das Ganze. Übrigens, ihr kriegt natürlich, da ihr bei den Gathering-Berufen keine Handwerksaufträge habt, habt ihr natürlich auch nicht die Möglichkeit, so Handwerksaufträge zu holen, die dementsprechend nochmal zusätzlich Berufswissen bringen. Wahrscheinlich ist das der Ausgleich, dass man hier 15 kriegt anstatt 10. In Dragonflight war es so, dass man ganz selten neben den wöchentlichen Dingern noch zusätzliche Skillpunkte so mal rausgekriegt haben. Die waren aber sehr, sehr rare. Ich vermute, das wird in der Expansion auch wieder so sein. Ich weiß es aber nicht, ne? Das ist das, was ich euch bis jetzt sagen kann. Das waren jetzt die ganzen Quellen. Ich habe es hoffentlich auch für Anfänger halbwegs gut erklären können. Falls noch Sachen unklar sind, schreibt die gerne noch einmal in die Kommentare. Ach, was mir gerade noch einfällt, was auch hier im Chat noch steht, was richtig ist, bei VZs ist es nicht nur so, dass ihr wie bei den Gathering-Berufen quasi Materialien abgeben müsst für euch Berufquest, sondern da ist es so, dass ihr Items entzaubert und da auch Skillpunkte rauskriegt. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber da müsst ihr gucken, ne, dass ihr Items entzaubert. Ich mache es tatsächlich so, dass ich mit meinen verschiedenen Chars jetzt diese ganzen grünen, nicht seelengebundenen Items hier auf die Kriegsbank packe. Also neben den kriegsmeutengebundenen Items auch normale grüne Items. Und hier zum Beispiel so ein Zeug und entzauber die immer. Man kann die theoretisch auch extra farmen oder aus dem Auktionshaus kaufen, aber wenn ihr die eh kriegt, spart die für euren Entzauberer auf. Da müsst ihr wöchentlich auch, ich meine auch, glaube ich, 5 Entzauberungen waren das, dass ihr die quasi einmal holen könnt, ne? Also da können wir theoretisch auch nochmal kurz umloggen. Verzauberer ist so ein bisschen eine Mischgeschichte. Also der hat Komponenten quasi von den Gathering-Berufen und von den Craft-Berufen. Das ist so ein bisschen was zwischendrin. Genau. Übrigens vielleicht nochmal auf den Dunkelmond-Jahrmarkt einzugehen, falls ihr das gar nicht kennt. Der Dunkelmond-Jahrmarkt, der beginnt quasi immer am ersten Sonntag des Monats, ne, und geht dann eine Woche lang. Also ihr habt eine Woche lang dafür Zeit. Und hier ist es so, dass ihr... ich zeig das mal kurz noch auf der Map. Also, ihr habt den Dunkelmond-Jahrmarkt, ne? Hier haben wir auch ein Symbol. Der ist einmal in Goldshire, haben wir ein Portal. Und bei der Horde ist das halt hier unter Thunderbluff. Da könnt ihr einfach reingehen, macht dann quasi
Er gibt dann für jeden Beruf einen Mob, der gibt euch eine Quest, da müsst ihr echt richtig banale Sachen machen, irgendwie bei dem Händler für ein paar Kupfer ein Item kaufen, zusammenbasteln, abgeben oder irgendwas auf dem Boden aufklauben und da gibt es dann halt auch Skillpunkte. Und das resettet halt jedes Mal, wenn er wieder ist, also jeden Monat, ne? Also nächsten Monat geht er dann quasi am 6. los, das ist halt auch wieder der erste Sonntag und ja, da könnt ihr das mitnehmen. Jetzt bin ich nochmal fix auf den Verzauberer geswitcht. Dann können wir uns das vielleicht nur angucken, wenn wir jetzt da schon dabei sind. Und zwar, ich habe da jetzt ein paar Weak-Auren, die sich überlagern. Mal da Weak-Aura ein, verschieben wir das mal. Ja gut, das kommt nicht. Da haben wir die Weak-Aura, genau. Und zwar, seht ihr hier, haben wir ebenfalls die gleichen Sachen drin. Und jetzt haben wir hier einmal wieder die Work-Order, ne? Dann haben wir einmal den Trainer. Und da können wir jetzt mal kurz hinschauen. Ich muss gestehen, ich weiß immer noch nicht, wo alle Händler sind. Ist jetzt noch relativ am Anfang der Expansion. Ach nee, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo er war, der Verzauberhändler. Der war da in der Ecke gestanden, ne? Jetzt, ich lasse mich hier nicht lumpen, ich sag's euch. Genau, hier. Also, da seht ihr, der hat jetzt eine Quest und da müssen wir ihm 20 Staub einfach bringen, ne? Kann ich jetzt direkt auch wieder abgeben mit dem. Also, genauso ist es halt bei Kräuterkunde und Bergbau. Also, da haben wir schon mal das erste Ding weg. Und dann ist es hier auch so, also mit dem müssen wir keine Kisten aufmachen. Randomly looted, weil disenchanting. Also, wir müssen einfach Sachen entzaubern. Und hier, wenn ihr die 5 Dinge entzaubert habt, dann kriegt ihr quasi dann das große Ding. Und er hat aber trotzdem Schätze, die ihr looten könnt. Also der ist so ein Mischmasch. Wir haben wie die Gathering-Berufe den Typen, wo ihr was abgeben müsst. Ihr habt quasi Zeug, was ihr sammeln müsst, in Anführungszeichen. Hier ist es halt entzaubern. Aber ihr habt trotzdem die Schätze, ne? Die ihr bei den Craft-Berufen habt. Der hat zwar theoretisch auch Arbeitsaufträge, also ich weiß nicht, warum sie da das mit dem Staub gemacht haben, dass man abgeben kann, aber ja gut, so ist es. Wir können jetzt mal noch zum Ende ein paar Sachen entzaubern, dann kann ich euch das zeigen. Das Proc glaube ich jetzt nicht so richtig gut, ne? Also wahrscheinlich musst du schon viel entzaubern. Ich habe das jetzt in der ersten Woche mit den Berufen so gemacht, dass ich den ganzen Kack, den ich eh noch rumliegen hatte, das HH hat ja da gut rumgespackt. Da hatte ich wirklich einiges. Okay. Ah, schau mal. Das erste Ding war direkt drin. Ich sag, es prockt schlecht und das erste hat es direkt gebracht. Oh, jetzt setzen wir es gleich mal ein. Also da ist das erste Wissen gewesen. Müsst halt auch ein bisschen gucken, ne? Manche Sachen sind halt von den Greens oder blauen Sachen sind halt noch gut was wert. Da müsst ihr halt schauen, ob das vielleicht die nicht unbedingt weghaut. Aber ja. Jetzt gucken wir mal, ein paar Sachen können wir noch entzaubern. Ich denke mal so 10, 15 pro Ding müsst ihr schon klein machen, schätze ich mal. Haben wir noch irgendwas? Ich hoffe, das ist nicht mein richtiges Gear entzauber. Warte mal, dann machen wir jetzt hier noch ein paar Sachen, die eh gebunden sind. Nö, also bis jetzt ist nichts mehr geprockt. Ja, also ist schon nicht so super gut. Ah, schaut, da haben wir wieder eins. Und da seht ihr jetzt auch in der Weak-Aura, wenn ich nochmal draufklicke, jetzt habe ich nur noch 3, ne? Ja, offen sind. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich durch. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr vergessen. Und ja, dann noch ein kleiner Einschub. Und zwar, ich habe nur eine Quelle von Berufswissen vergessen. Und zwar die Erstherstellungsbonis. Und da haben wir nämlich hier einmal im Craft-Menü eine Möglichkeit, Erstherstellungsbonus auszuwählen. Und dann werden nur noch die Rezepte angezeigt, die quasi noch nicht das erste Mal hergestellt worden sind. Und dafür gibt es dann immer noch einen Berufswissenspunkt plus dann halt 5 von unserer Währung. Das Schöne ist, dass wir uns das halt, wie gesagt, hier filtern können. Bei mir ist es jetzt so, dass nur Verlernte drin sind, weil meine normalen Sachen habe ich quasi schon alle einmal hergestellt. Und ja, das sind jetzt bei mir die kompletten Händler-Items oder beziehungsweise Lehrer-Items, so rum. Und das sind schon einige. Also ihr kriegt schon richtig viele Skillpunkte, einfach nur, dass ihr euch das ganze Zeug einmal herstellt, was ihr beim Lehrer lernen könnt. Bei den Gathering-Berufen, also Kräuterkunde, Bergbau und dann auch einmal Kirschnern, läuft es ein bisschen anders. Da könnt ihr ja nichts herstellen, aber es gibt auch Erstherstellungsbonus.
Und diese laufen quasi darüber, dass ihr eine Pflanze das erste Mal abbaut. Und jetzt denkt ihr, es gibt ja nur ein paar verschiedene Pflanzen. Es sind tatsächlich mehr, weil die immer auch so komische Affixe haben. Ne? Also hier kristallisierter Arator-Speer und so weiter. Dann gibt es halt den in allen verschiedenen oder üppiger oder getarnter, ne? Also da gibt es halt immer ganz verschiedene Dinge. Und für alle diese Teile gibt es auch einen Erstherstellungsbonus und kriegt ihr dann quasi auch einmal euren Skillpunkt bzw. das Berufswissen. Genau. So viel zu dem kleinen Einschub noch. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwo Fragen habt, schreibt sie gerne mit in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Beruf für Skillen bzw. Berufswissen farmen. Und ich werde wahrscheinlich nochmal ein Video machen, wenn ich jetzt die Berufe mal alle ausgeskillt habe und da vielleicht nochmal ein bisschen mehr eine Erklärung mache. Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, schätze ich mal. Also mir persönlich ist es aktuell wichtig, dass ich das ganze Wissen schon mal auf jeden Fall jede Woche mitnehme, ne? Dass man da nicht ins Hintertreffen kommt. Und die Berufe, die mache ich jetzt so nach und nach hoch. Juti, jetzt sind wir aber lang genug dabei. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.